Also dampfte Thomas los, um Emily zu suchen. Und dann passierte es. Es fing wieder an zu schneien. Ich muss Emily finden. Ich muss Emily finden. Thomas dampfte entschlossen weiter durch den rieselnden Schnee. Aber der Schnee wurde dicker und dicker. Und bald hatte Thomas sich festgefahren. Oh nein! Der Schnee fiel immer weiter. Er türmte sich höher und höher. Oh, Hilfe! Wenn ich doch bloß meinen Schneepflug nicht versteckt hätte. Thomas glaubte, er müsse bis zum nächsten Tag durchhalten. Sein Führerstand war vereist und sein Schornstein war taub vor Kälte. Ach, wer soll mich denn hier nur finden? Dann hörte Thomas ein Schnaufen und Keuchen. Wer kann das denn nur sein? Emily! Hallo, Thomas! Bin ich aber froh, dich zu sehen. Thomas, was ist passiert? Steckst du fest? Wir haben dich im Lokschuppen gesucht, aber du warst nicht da. Der dicke Kontrolleur sah böse aus. Thomas, ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht ohne Schneepflug losfahren. Tut mir leid, Sir. Ich hab meinen Schneepflug versteckt und jetzt finde ich ihn einfach nicht mehr. Deswegen haben wir dich ja gesucht. Wir haben ihn gefunden, mitten im Schnee. Danke, Emily. Entschuldigung, Sir. Thomas war sehr froh, dass er seinen Schneepflug wieder hatte. Von jetzt an werde ich immer mit meinem Schneepflug fahren, wenn es schneit. Ich bin froh, dass du deine Lektion gelernt hast, Thomas. Und morgen kannst du die Strecke für Emily freiräumen. Aber vorher muss ich dir unbedingt was zeigen. Komm mit! Thomas und Emily dampften durch den Schnee. Und bald erreichten sie die Wiese, auf der die Kinder spielten. Toll! So viele Schneemänner! Ich finde, der da sieht richtig schick aus. Sehr schick sogar, Sir. Bei der Kälte braucht der Schneemann einen Hut. Oh! Ich muss anscheinend auch aufpassen, dass ich den Hut aufbehalte. James suchte weiter nach Percy und Stephen. Doch weil die Zugbrücke heruntergelassen wurde, waren sie nicht zu sehen. Ich glaube, da oben ist jemand. Vielleicht sollten wir mal pfeifen. Oh nein, das ist der Geisterexpress. Vor lauter Angst raste James davon, so schnell er konnte. Der dicke Kontrolleur war bei der Molkerei. Dort holte Thomas die Milch für die Bäckerei ab. Hilfe! Da kommt der Geisterexpress! James! Wovon zum Kolbenfresser redest du da? Percy und Stephen sind verschwunden. Der Geist hat sie erwischt. Der dicke Kontrolleur wusste, dass es gar keine Gespenster gab. Aber er wollte wissen, wo Percy und Stephen waren. Dann mal los, James. Wir zwei gehen auf Gespensterjagd. Als James und der dicke Kontrolleur zum Schloss kamen, hörten sie das geheimnisvolle Pfeifen. Es hallte von den Schlossmauern wieder. Hören Sie das? Das ist das Gespenst. Das ist kein Gespenst, James. Zieht die Zugbrücke hoch! Percy und Stephen? Was macht ihr denn da unten? Das Gespenst hat uns verfolgt, Sir. Ich hab seinen Geisterpfiff gehört. Und ich hab ihn durch den Nebel dampfen sehen. Oh je, das war nicht das Gespenst. Das war ich. Ich wollte euch erschrecken.
Entschuldigung. Der dicke Kontrolleur war überhaupt nicht glücklich. Bald hatte Rocky Percy und Steven zurück auf die Schienen gehoben. James, du hast Chaos und Verspätungen verursacht. Du wirst ab jetzt Percys Postrunde übernehmen. Einen ganzen Monat lang. Ja, Sir. Entschuldigung, Sir. Viel Glück, James. Ich hoffe, das Gespenst erwischt dich nicht. Wartet auf mich! Gordon konnte deshalb so gut wie gar nicht schlafen. Ehe er sich versah, war der Morgen da und seine Feuerkammer wurde angeheizt, damit er den Schnellzug ziehen konnte. Hurra! Super! Sehr gut! Die Arbeiter hatten die Drehscheibe befreit. Aber kaum hatte sie sich von Gordon weggedreht, saß sie wieder fest. Sie vertrug die Kälte nicht. Gordon war sehr überrascht. Er wollte losfahren. Es war Zeit, den Schnellzug zu ziehen. Aber die Drehscheibe ließ sich nicht zurückdrehen. Sie saß wieder fest. Und das hieß, dass auch Gordon festsaß. Oh, wie überaus demütigend! Der dicke Kontrolleur war sehr verärgert. Er wollte wissen, weshalb Gordon am Morgen seine Fahrgäste nicht abgeholt hatte. Was machst du denn hier drin? Edward hat mir gesagt, dass Percy hier im Schuppen übernachtet. Oh, Entschuldigung, Sir, aber ich musste ja auch irgendwo übernachten. Percy hat auf der Deponie geschlafen. Ich wusste nicht, dass ich hier festsitzen würde. Da kam Percy frisch und munter angefahren. Guten Morgen allerseits. Ah, das ist gut. Percy übernimmt heute die Waggons von James. Und James wird stattdessen den Schnellzug ziehen. Aber ich ziehe den Schnellzug. Na, das kannst du ja wohl schlecht, wenn du hier festsitzt. Hab ich recht, Gordon? Der dicke Kontrolleur blieb beim Lokschuppen, um die Arbeiten an der Drehscheibe zu überwachen. Gordon blieb nichts anderes übrig, als zu warten. Ich wünschte, ich könnte losfahren und meine Arbeit erledigen. Wie eine wirklich nützliche Lok. Endlich setzten die Arbeiter die Drehscheibe wieder in Gang. Hurra! Ja, super! Das ist sehr gute Arbeit. Und Gordon dampfte eifrig aus dem Schuppen. Aber es wurde bereits dunkel und die anderen Loks kamen schon zum Übernachten zurück. Gordon war sehr enttäuscht. Ich habe den ganzen Tag lang nichts wirklich Nützliches getan. Dann kannst du die ganze Nacht über etwas wirklich Nützliches tun. Du wirst heute Nacht den Postzug übernehmen, Gordon. Oh nein, die Postrunde ist eine Aufgabe für eine kleine Lok, Sir. Nein, Gordon, du hattest Percys Bucht, also übernimmst du heute Nacht auch Percys Postrunde. Oh, wie überaus demütigend. Hey, was ist jetzt? Tut mir leid, Ben, so kann ich dir nicht helfen. Es nützt nichts, Ben. Ich werd's noch mal allein versuchen müssen. Hilf mir, Ben! Versuche ich ja, aber ich kann mich nicht mehr lange halten. Mit Glücksbringer oder ohne Glücksbringer, Bill und Ben brauchen meine Hilfe. Also ließ sich Percy an Ben kuppeln und fing an zu ziehen. Dann traf der dicke Kontrolleur ein und sah, wie der kleine Percy Ben zurück aufs Gleis zog. Hurra!
Danke, Percy. Ja, danke, Percy. Der dicke Kontrolleur war sehr beeindruckt. Hut ab, Percy. Gute Leistung. Du bist eine wirklich nützliche Lok. Danke, Sir. Dann fiel Percy etwas ein. Bis bald. Und nun zu euch beiden. Wer will mir erzählen, was dieses Mal vorgefallen ist? Es war deine Schuld, Bill. Erzähl's ihm. Du bist schließlich entgleist. Erzähl du es. Du hast mich geschubst. Hab ich nicht. Hast du doch. Nein, hab ich nicht. Hast du doch. Hab ich nicht. Hast du doch. Hab ich nicht. Doch, hast du gar nicht. Percy traf im Schlosspark von Alvsted ein. Er musste Stephen sagen, dass er seinen Glücksbringer verloren hatte. Dein Hufeisen hat mir Glück gebracht, Stephen. Es war ein echter Glücksbringer. Aber dann, es tut mir so leid. Ich hab's verloren. Aber Percy, es ist hier. Es ist dir bei der Abfahrt runtergefallen. Du hast es von Anfang an nicht dabei gehabt. Also, dass ich vorhin so viel Glück hatte bei der Postrunde und dem Spezialauftrag. Da hast du von selbst Glück gehabt. So ist das. Mal läuft's gut. Mal läuft schlecht. Weißt du was, Stephen? Nach dem Tag glaube ich gar nicht mehr an Glücksbringer. Na, ich glaube ja eigentlich auch nicht an Glücksbringer. Ich wollte dich einfach nur aufmuntern. Danke, Stephen. Es hat geklappt. Na, da haben wir Glück gehabt. Percy hatte gemerkt, dass er keinen Glücksbringer brauchte, um seine Arbeit zu erledigen. Er musste nur fleißig sein. Und daran glauben, dass er eine wirklich nützliche Lok war.